Alter, es funkelt. Ist das etwa ein Item? Das ist Das Lauras Stern. ist Regen, Scheint zu Daniel. fehlen. Ich weiß, wenn man nicht rausgeht, weiß man vielleicht nicht, was das ist, aber. Ach so, ach, das ist das, was vom Himmel Ich fällt. habe einfach nur den Stick nach links gedrückt. Also jetzt mal ganz im Ernst. Aber ich habe jetzt aus dem Fenster geguckt, was passiert. Er ist irgendwie geradeaus von dem Rohr runtergelaufen. Super Ja, stark. ich glaube, das Rohr ist nicht ganz symmetrisch. Ist ein Viel Spaß mit der bisschen. tiefen Wahrnehmung. Kauf dir eine Brille. Ja, was soll denn das hier? Wie er schon wieder was Jetzt mache ich es runterläuft. mit Absicht. Weil Wenn es mich übrigens. einfach nur abfuckt. Bei dem Rohr bin ich mir aber auch immer sehr unsicher, muss ich sagen. Wenn die ruhig unsichtbare Wände machen können. Ja, anstatt riesiger Wie Ketten. in der einen Stelle bei Luigi's Mansion. Also da habe ich fast einen Herzinfarkt gekriegt, als ich das beim ersten Mal gesehen habe. Welche? Wieso man da rüberkommt. Da, wo du den Powerstone holst, wo Ah, du den in 1. durchsprengst. Genau, das ist ja Jetzt so ein der schmaler große Gang. Twister. Gengo, du warst die ganze Zeit auf dem Meer. Und Meer. Ich mag das Meer. Ja. Ich mag diesen Effekt hier, das sieht ziemlich schön aus. Du Ja, das meinst, ist eine gute Stelle. Tiefenschärfe, ja. Ja, genau. Es ist, ich weiß nicht, ob wir es dir gegenüber schon erwähnt haben, aber du befindest dich auf The Maw oder zu Deutsch der Schlund. So heißt das Schiff, auf dem du bist. Da kommen alle Schiffsbrüchigen rein. Haben alle an Bord. Ich habe übrigens, das wollte ich jetzt machen, weil das ist zwischen dem letzten Chapter in der Küche und dem hier passiert. Da gibt es tatsächlich eine kleine Side-Story, die inzwischen nicht mehr Canon ist, in den Comics, wo Six in den Lüftungsschächten zufällig auf eine Gruppe von Kindern trifft und da kriegst du halt einen Eindruck, was sonst noch in dieser Welt passiert, außerhalb der Maw. Sehen halt, wie sie dort gelandet sind. Alles hat da irgendwie mit dem Fährmann zu tun. Sehr interessante Gestalt. Die ist tatsächlich auch noch kanonisch. Also, die taucht halt auf, wenn irgendjemand in Gefahr ist, oh mein Gott, du bist gerade sehr in Gefahr, so nah wie du an der Kante läufst. Ich laufe nah an der anderen Kante. Um dich halt zu retten. Also, du bist in der beschissenen Lage, würdest, keine Ahnung, sterben oder draufgehen. Der kommt und bietet dir an, dass du mit ihm gehen kannst, aber dafür bringt er dich dann halt hierher. Und wenn man ist sich nicht ganz sicher, ob er das macht, um die, ob er das macht, um die Kinder zu schützen, oder ob er in den Interessen vom Antagonisten dieses Spiels handelt. Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Figur. Er ist auch in den, es gab ja diese Podcast-Reihe vor Little Nightmares 3, die wurde ja auch, ups, die wurde ja jetzt auch mit irgendeiner Nominierung ausgezeichnet. Irgendeine Podcast-Nominierung. Fragt mich nicht, wie die Warum haben wir keine Podcast heißen. Podcast-Nominierung? Ich Echt weiß nicht. mal. Sollten uns eine geben. Und da wird auch an einer Stelle der. Ich glaube, das Spiel möchte mir einfach nur sagen, dass Fettleibigkeit der wahre Gegner ist. Und das hat recht. Ja. Wie im echten Leben. Oh, endlich wieder Plattforming. Haha. In dem Podcast wird auf jeden Fall auch In dem Podrace. Der Fährmann erwähnt. Ich habe ehrlich gesagt nie was vom Fährmann gehört, irgendwie. Das höre ich zum ersten Mal so. Nicht Ich habe so. ein gutes Lore-Video Fischkuchen. auf meinem Kanal, da kannst du reingucken, da Da fasse ich das könntest du alles ein davon bisschen hören. zusammen. Ja, da erzähle ich, ja, das wäre für Daniel wahrscheinlich interessanter, erzähle Ich ich, finde. was in Very Little Nightmares Hätte passiert es und interessant gefunden, was hätte in den das Video Comics schon gesehen. passiert. Very Little Nightmares, das war ja das mit den Kindern Das ist im das zweiten Teil. Mobile-Game. Nee, Very Little Nee, Nightmares die ist. Story meine ich dahinter. Nee, das ist eine ganz eigene Handlung. Ach so, nee, das war dann was anderes, was Das ist ich. das Mobile-Game. Spielt Nur an seine Füße anzünden. einem ganz anderen Ort von dieser Welt. Nee, und ein paar Gestalten, die man. Zum Beispiel ist dann der einen Girl in diesem Raum in den Comics, die Six dann trifft, die erzählt, wie sie irgendwie ein Monster getroffen hat, das in Spiegeln lebt und. Hey, die interessieren sich ja doch für mich. Die haben halt Hunger. Mich erinnert das immer an Chihiros Reise ins Zauberland. Ja, nämlich auch. Wie als die Eltern Schweine wurden. Ja. Es erfüllt dir irgendwie deine größten Wünsche, dieses Spiegelmonster, aber danach frisst es dich auf. Oder es gibt den, Junge erzählt von dem Nordwind. Das ist ein Wind, der Leute jagt und wenn du in ihn reingerätst, dann ist der Wind irgendwie so stark, dass er dir irgendwie bei lebendigem Leib die Haut abzieht oder so. Little Nightmares Welt ist düster.
Und den Podcast muss ich an sich nochmal selbst hören. Ich habe bisher nur ein Video über den Podcast gesehen, aber inhaltlich geht es wohl darum, dass scheinbar irgendeine Verbindung zwischen der echten Welt und der Nightmares-Welt gibt, also diese Albtraumwelt. Und es geht um Girl, das irgendwie in diese Welt reisen kann und irgendeinem Psychiater, der das für seinen Zweck ausnutzen will, um seine verlorene Schwester aus dieser Welt zurückzuholen. Da gibt es auch die Theorie dann, dass Leute, die in die Nightmares-Welt reinkommen, wenn es Kinder sind, dann werden sie halt, bleiben es halt Kinder, aber wenn sie Erwachsene sind, werden sie zu sehr diffusen Monstern. Oh. Die Lore ist auf jeden Fall umfangreicher geworden seit dem ersten Teil. Das ist das, was ich damit sagen wollte. Das ist mal mein kurzer Lore-Deep Dive. Reden wir über was anderes. Ha, guck diese Zeichnung ist von mir. Die habe ich gemacht. Aber ich wollte nur die Credits dafür haben. Alter, ich bin froh, dass die 3D-Scans von mir ins Spiel geschafft haben. Ja, aber freu dich, du bist auf dem besten schwimmenden Restaurant der Welt, Gengo. Oh mein Gott, du bist auf der Speisekarte. Ja, praktisch das Barati, wenn's mehr Kannibalismus gibt. Ich wollte ihn doch nur mit der Flasche abwerfen. Hätte ich, glaube ich, auch gefressen. Wir sind alle sehr aufs Essen. Ich will's aber. Das Problem ist, ich will's probieren. Die sind aber jetzt. Das ist aber kein Anzug mehr, das sie tragen, oder? Das sind jetzt wirklich so diese Gestalten. Weil ich meine, der hat ihn gerade. Ich glaube, die sieht man ja wirklich so aus, ja. Die sind einfach nur echt fett. Yes, du Trottel! Werfst du ihn ins Gesicht? Du hast gerade deinen eigenen Untergang bezeugt. Schönen Tag noch, Sir. Das war enttäuschend. Ja. Stolper dich über die Flasche. Oh, Messer! Nimm es! Oh, nimm den Fettsack. Nein, ich bin nicht der Käse! Ich bin Käse! Ich bin gelb, aber ich bin nicht der Käse. Woher kommt das nochmal? Ah, Staff-Movie. Stimmt, stimmt. Gegen die Ufos da. Werf den Käse! Werf den Käse! Ja, stimmt. Ja, Alien-Angriff! Alien-Angriff! Nimm mal dieser Alien-Angriff. Ah, Staff-Movie, das war schon. Das war schon was. Das ist ein Stück unserer Jugendkultur gewesen. Ja. Mhm. Du hast sogar dir was in deinen Video-Ideen notiert. Ja. Der Aufstieg und Fall von ASDF. Ja. Ich meine, es kommt ja, glaube ich, heute noch hin und wieder so eine Folge raus. Oh, das kann gut sein. Ich glaube aber sehr, Tomska macht die sehr selten. Das sind richtige Special Events. Das ist wie wenn Daniel ein Video hochlädt, irgendeins. Das ist auch ein Special-Event, weil sie so selten sind. Da hat jemand sein Essen nicht aufgegessen. Es ist morgen kein schönes Wetter. Das ist ein bisschen. Das ist sehr unbehaglich. Ich mag es aber irgendwie, dass dieser Fakt, dass wir auf dem Schiff sind, dass es irgendwie. Es ist irgendwie die ganze Zeit ein Ding, es war alles irgendwie so hin und. Das war schnell weggekickt. Alles irgendwie die ganze Zeit so hin und her schwankt immer. Ich mag den Fakt, dass es trotzdem noch sowas wie eine. Ich will nicht sagen, eine gewisse Ordnung gibt, aber ich meine, die bringen ja schon mit dem Schiff Leute hierher und so und die fressen dann, die setzen sich hin und fressen alles. So. Ja, das ist, so funktionieren Restaurants. Ja, aber so kann man, wenn du das so, wenn du am Anfang des Spiels bist, denkst du, es ist wirklich alles komplett heruntergekommen und, keine Ahnung, so, ist alles im Chaos halt und hier ist es halt, ja gut, es gibt auf jeden Fall schon ein paar intelligentere Lebensform hier. Ist auch interessant, dass das alles so japanisch irgendwie jetzt angehaucht ist, seit wir oben sind. Ja, ich meine. Vielleicht gibt es die auch deswegen so. Was für flabberige Backen. Er sieht aus wie Louis. Ja. Oh. Wow. Er verhält sich auch so. Louis würde sich hier fett fressen. Schneid dich an den Sterben. Vielleicht erinnert sich deswegen auch ein bisschen an Shigeru, weil es halt japanisch angehaucht ist. Alter, wieder auf den drauf. Ja, aber ich meine auch wegen den, wegen den fetten Themen, ja. Ja, ich meine, Gengo hat vorhin den Nagel ziemlich auf den Kopf getroffen, so das Main-Theme von dem Spiel ist eigentlich Völlerei. Eine der Todsünden. Ja, jedes Nightmare-Spiel hat so seine, oh, da kommt wer. Hat so sein eigenes Theme. Das soll doch auf große Konzerne und deren unersättliche Gier anspielen. Wir machen eine Kunstanalyse.
Eine Toilettenpapieranalyse. Das Gute an der Kunstanalyse ist, dass du nicht falsch liegen kannst. Tja, jede außer in der Schule. Interpretation ist zulässig. Echt? Naja, wenn die Lehrerin dir mal gesagt, du liegst falsch oder was? Also bei Gedichtinterpretation, wenn du ja trotzdem nicht irgendwie das wiedergeben kannst, was der Künstler sagen wollte, dann zählt das ja als falsch. Ich glaube, ich hatte ja, sogar in meiner Abschlussprüfung eine Gedichtinterpretation. Ja, aber es gibt ja oft genug wieder Doppeltoiletten. Dreifach. Vierfach. Hier können vier Leute gleichzeitig auf Klo sein. Na, dann geh noch mal raus, das ist jetzt wahrscheinlich weg dann. Lass das Klo gehen. Aber bei viele Künstler sagen ja auch einfach nicht direkt, was sie, keine Ahnung, aussagen wollten, sondern lassen das halt zur Interpretation. Na toll, Raki hat mich mal wieder angelogen. Geh unter die Spüle, schnell. Wie schaffst du das? Mir ist das noch nie passiert. Ist das die Pizza der PC-Version? Wer viel mit Klopapier ab? Oh, ich dachte, man muss das Klopapier gegen den Spiegel werfen. Nein, der muss eigentlich die Dose da oben runterwerfen. Aber das will. Der Autor hemmt die ganze Zeit dahin. Ja, weil du eigentlich sollst es einwerfen, aber eigentlich müsste der Typ was runterschmeißen, womit du das kaputt machen kannst, aber der ist ja festgebackt. Also irgendwie musst du. Ich glaube, du musst dich einfach einmal schnappen lassen von ihm, damit es wieder klappt. Hier, bitte. Warte mal, der kommt nicht. Moment, der hängt in der Tür. Moment. Ja. Es ist ja häufig da nicht das, was der Künstler sagen wollte, sondern es ist halt die Interpretation von deiner Deutschlehrerin, was sie in dem Gedicht halt sieht oder nicht. Ja. Also gut, ich meine, von vielen Texten, da gehen Leute ja sicher davon aus, dass man weiß, was die Interpretation ist. Weißt du, wenn Kafka in den meisten Texten, die der geschrieben hat, ist es wirklich darauf zurückzuführen, dass er halt irgendwelche Probleme mit seinem Vater hatte oder sowas und ja. Ich wollte Kafka gerade als Beispiel bringen für etwas, was relativ viel Interpretationsfreiheit hat, seine Texte, weil die halt sehr expressionistisch geschrieben sind. Ich meine, du kannst halt... Neulich der Landarzt gelesen. Du kannst halt bei vielen aber halt heraushören, dass es, wenn du halt im Hinterkopf weiß, dass er halt familiäre Probleme, besonders mit seinem Vater hatte, dann siehst du da halt schon wieder viel drin. Zum bestimmten Teil spiegelt sich ja im Künstler, in einem Werk ja auch immer der Künstler wieder. Ja, ist immer so. Du kannst es ja auch einfach auf einer anderen Ebene interpretieren. Es gibt ja auch verschiedene Ansätze. Du kannst es ja auch zum Beispiel auf die Gesellschaft oder so interpretieren, zu der Zeit, wo der Text entstanden ist. Oder den Text alleinstehend behandeln, ohne Künstler oder Zeitgeschichte mit einzubeziehen. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe das schon, aber die damals haben das nicht verstanden. Ich glaube, ich habe zu einer Austauschlehrerin, hatte ich auch mal gemeint gehabt. Ich meine, das wird gar keinen Sinn machen, aber wenn ich es erklären könnte, wenn ich es wirklich aus meiner Sicht erklären könnte, dann könnte ich theoretisch auch einen Kafka-Text mit Batman vergleichen und ich meine, es ist eine Interpretation, wer will mich davon abhalten? Im Rahmen des Möglichen. Ich weiß halt nur, wir hatten mal... Gengo, ich will dir gleich ein Secret zeigen. Ja, okay. Also guck einmal kurz nochmal, geh von hier runter, wir setzen da gleich wieder an, und guck einmal, geh einmal noch nach links kurz. Okay, das musst du einmal gesehen haben, damit du das Secret verstehst. Okay. Jetzt kannst du den Aufzug hoch nochmal. Ich denke, es geht halt um die Begründung. Solange du eine Interpretation begründen kannst, vernünftig, sollte sie eigentlich zulässig sein. Ja, aber den Deutschlehrer, den ich halt im Abi hatte, der mochte die Interpretation gefühlt von fast nie jemandem. Ich weiß, wir hatten mal so eine Stundenaufgabe halt gehabt, wo wir... Ich weiß leider nicht mehr, was für ein Text es war. Wir sollten den auf jeden Fall interpretieren. Und nach 40 Minuten hatte ich halt so einen richtig ellenlangen Text geschrieben, wo ich das in Verbindung mit der katholischen Kirche gebracht hatte. Und dann hat der Lehrer als Tipp halt gegen Ende der Stunde an die Tafel geschrieben, einfach nur als Tipp, es hat was mit Don Quixote zu tun. Und dann habe ich halt meinen Satz halt noch beendet und einfach nur eine Zeile weiter drunter geschrieben, oder es ist halt Don Quixote. Das war mir echt zu blöd. Das war ein Wichser. Ich mochte den nicht. Niemand mochte den. Ja, da habe ich auch noch.
Ich habe da auch noch eine gute Story. Einmal links in den Raum rein, ich will dir das Secret zeigen. Hier. Da kannst du dich durch den Wald quatschen. Ah. Da. Und du kannst auch den kleinen Mann knuddeln, wenn du hier bist. Alter. Oh, das sieht. Er hat die da über dahin geschoben. Ja, Alter, die pinken geht. Aber er trägt jetzt eine Maske. Ja, ein paar von denen tragen auch Masken. Aber der Hauptgrund, warum ich dich einmal hingeführt habe, der Chefkoch ist vorhin in genau eins dieser Schlafzimmer reingegangen, bevor er angefangen hat zu hacken. Ja. Es wird sehr hart impliziert, dass die Gäste mit den Gästen füttern. Oh. Teilweise auch mit Fisch, aber teilweise bringen sie auch die Gäste um. Ich meine. Der arme Mann. Das ist eine gute Ressourceneinteilung. Ja. Hier, nimm den. Ich bin's, Alter. Was? Er hat ihn nicht genommen. Überraschend, wie lange das getragen hat. Was ist, Daniel? Nix, alles gut. Ich war überrascht, dass er ihn so lange getragen hat. Ich hab eine gute Story zu Deutschunterricht und Textinterpretation. Mhm. Wir haben einmal in der Deutschklausur einen Text bearbeitet von einem. Ah, ich habe den Namen gerade vergessen, aber es war ein deutscher Schriftsteller, der in Frankreich im Exil gelebt hat. Und der Text ist halt zu der Zeit entstanden, wo in Deutschland halt die ganzen Revolutionen und der ganze Kram war. Also Paulskirche und so. Ihr wisst, was ich meine. Ja. Und der ganze Text war ironisch. Also er hat im Text die Franzosen dafür gelobt, wie wenig sie sich auflehnen, dass sie dass sie brav sind und so und wie gut ihm das doch gefällt. Und es gab ein, zwei Leute, die halt nicht gecheckt haben, dass der Text ironisch ist und halt wirklich dann ihre Interpretation darauf aufgebaut haben, dass er das Französische halt besser findet als das Deutsche, aber das war dann halt nicht gut für die Bewertung von ihren Klausuren, kann ich euch versichern. Ja, yeah, sag ich doch. Man sieht die Mauer von außen auf dem Bandding. Ja, aber sowas kann ja eigentlich nicht sein. Wenn du jemand nach einer Interpretation fragst, kannst du nicht sagen, oh nee, die ist jetzt nicht so gut. Ja, das ist Bullshit. Weil man ist ja immer selbst voll überzeugt von seiner Interpretation und dann denkt man so, ja, das könnte es vielleicht sein. Man kann halt nur von seiner eigenen Interpretation überzeugt sein, weil es ist halt das, was man reininterpretiert. Ja, aber da hatten wir auch noch Zusatzinformationen bekommen, muss ich dazu sagen, dass der Typ halt revolutionärer Denker und so war und das klang halt überhaupt nicht wie ein Text, den so jemand schreiben würde, sag ich mal. Warum hast du nicht die Wurst genommen, Gengo? Ich hab einfach nur gedrückt. Gengo? Wusste nicht, dass man sich hier für was entscheiden kann. Was willst du jetzt von mir? Kannst du nicht, ich wollte nur, dass du dich schlecht fühlst. Nein, ich fühle mich nicht schlecht dafür. Ich weiß nicht mal, ob das für mich könnte das auch nur ein lebendiger Pilz sein. Was bist du so gemein zu ihm? Er hatte einen Namen. Ich wollte da vorhin an den dicken Typen hopfern, du hast es gesehen. Natürlich fühle ich mich nicht schlecht. Wie konntest du das Steve nur antun? Ah, Himiko. Wer? Ich hab die Powder. Warum Himiko? Ja, ist so. Ach so. Das sind ihre Statuen. Ich kenn mal deine Lore, Raki. Ja, wenn du alle diese Statuen zerstörst, kriegst du als Belohnung eine Fuchsmaske. Oder wie man sie im Naruto-Universum nennt. Ah, es kommt genau auf uns zu. Hilfe! Und dann bist du tot. Das passiert, wenn ein Fuchs auf dich zukommt bei Naruto. So willst du nicht, oder, Daniel? Daniel, jetzt mal ganz im Ernst. Cool vor. Willst du das? Willst du das haben, Daniel? Willst du, dass das passiert? Also nur, wenn ich kurz vorm Sterben bin, weil dann würde ich mir denken, ja, weißt du was, einmal so einen riesigen Fuchs sehen, der ein Dorf zerstört. Das wäre wenigstens aufregend. Aber gut, nimm den Flaschenkürbis mit. Wir nehmen alles mit. Und die Kaffeedose. Mal schauen, ob du noch einen Gnom findest. Ja, das ist halt die Sache. Vielleicht ist da was Essbares drin in den ganzen Dosen. Ja. Keine Ahnung, du scheinst ja auch, scheinst ja alles zu essen, selbst Gnome. Würdest du keinen Gnome essen? Ich frag mich nur, warum, ich meine, sie hätte die Wurst auch trotzdem essen sollen. Das ist das Einzige, was Sinn gemacht hätte. Ja, das hätte es auf jeden Fall.
Wir sind im letzten Level angekommen. Ah, da oben. Auf der Zeichnung sieht man den Fährmann. Oh. Den vorhin angesprochen habe in meinem sehr langen Lore-Talk. Wie lange ist das letzte Level, Raki? Wie lange ist denn der Part schon? 20 Minuten, genau. Na, ich würde zum nächsten Part machen. Okay. Also ich glaube, für den Part ist es wohl... Kommt darauf an, ob du jetzt einen langen haben willst oder ob du jetzt nächstes Mal einen kürzeren haben willst. Das ist nicht sonderlich dein lang. Video. Ich meine, wir können guten langen finalen Part machen. Ist sie gerade hingefallen? Was war ich das? Ich dachte auch, was war das? Ja, wir können das jetzt noch machen, wenn du möchtest. Das Level ist echt nicht sonderlich lang. Okay, aber ich dachte, das ist das letzte Level. Ja, aber wir haben ja noch das DLC, werden wir auch noch spielen. Ja, dafür machen wir dann aber, glaube ich, lass einfach einen neuen Part machen. Egal, ob wir machen einen neuen Part, so. Tschüss. So, jetzt seht ihr, wie es ist. Tschüss.